Hast keine Farben. Ja, die hole ich mir gleich. Oder hast du den Farbenschrank komplett mit rübergenommen? Der Farbenschrank ist komplett hier in der zweiten Base. Ja, dann komme ich da gleich noch rein. Ich wollte eigentlich ein Voting vorschlagen, aber es wird ja jetzt schon von alleine hell. Oh, und da kommt ein Airdrop. Ja, das stimmt. Pelz brauchst du wirklich vernünftig, ohne zu verreckern. Was? Pelz. Nö. Fortitude brauchst du ordentlich, dann verreckst du nicht. Ja, Komo, es sind nicht alle so extrem aufgelevelt, was Fortitude angeht. Willst du damit sagen, Komo ist kräftig? Komo ist kräftig, ja, kräftig aufgelevelt, was Fortitude angeht. Ich habe auch über 100 oder 100, weiß ich gar nicht. 104. 104 Fortitude hast du, ja. Okay. Hat er mir nachgemacht. Pauli. Hätte das eher. Pauli geht durch, ich muss nochmal wieder zurück. Ja, da musst du erstmal trennen. Ja, mach ich. Mach ich gerade. Mach ich. Dann gucken wir uns das nochmal an, wie das aussieht. Das sieht doch geil aus, oder? Ich find's cool. Ich find's richtig cool. Freunde, ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. So, also, von mir aus können wir los. Ja, ich glaube, Deadman muss erstmal wieder da sein. Wo ist denn Deadman schon wieder? Der ist auf jeden Fall gemutet. Der ist auf jeden Fall gemutet. Nee. Gemutet ist der. Bin die ganze Zeit schon am Machen und hab. Ah, okay. Jetzt sag nicht, du hast was Falsches gemacht. Und hast nur gemerkt, verdammt, ich sag jetzt, dir was, aber. Ich hab jetzt gemerkt, als du gesagt hast, dass ich gemutet bin, habe ich geschaut, dachte, yo. Bin ich. Da hat er ja recht. Da hat er direkt recht. Ich farme Pelze übrigens. Erzählt uns die ganze Zeit schon die Lottozahlen der nächsten Woche. Ja. Okay. So, wie viele Pelze brauchen wir? Ich glaube, wir haben eigentlich einige. Im Mega Fabricator sind noch 900 sowieso. Ich habe gerade 800 sowieso besorgt. Von den 900 sowieso? Nee, nicht 100. Außer der Mega Fabricator stand im Winterbiom. Dann haben wir genug. Nee, schmeiß ich da noch welche rein. Habt ihr jetzt alle Rüstung? Habt ihr jetzt alle Winterrüstung? Ich habe eine Winterrüstung, die ist gerade ein bisschen nass, aber sonst geht's. Ist sie voll geschwitzt oder was? Nee, ich war gerade baden. Der muss hier mal zum Zahnarzt, der Sarko. Ja, okay. Was ist denn das? Ein Spino ist das. Ein Spino? Und ja. Ein Spino willst du zum Zahnarzt schicken? Ja. Und Rex hält auch schon seine Zähne hin. Die sehen schon besser aus. Ja, schön weiß geputzt, ne? Ja. Schön weiß geputzt, ja. Ist noch ein bisschen Blut dran, aber sonst geht's. Ja, das ist aber nur äußerlich. So, was macht dieser Rex? Der lächelt schön in die Kamera. Gut. Ich hab dich auch lieb. So. So, Losty, was machst du denn gerade? Ich färbe gerade meine Flare Guns ein und dann mache ich mich jetzt gleich wieder auf den Weg zur anderen Seite. Ich gehe auf die andere Seite. Und dann können wir gleich los. Ich suche gerade bloß hier mal nach meiner Pelzrüstung. Meiner Graka. Nee, ich hatte, glaube ich, gar keine Pelzrüstung mehr, ne? Die wolltest du craften, oder? Ja, und du sagst, hier wäre irgendwo Pelz, oder? Ja. Brauchst du noch eine, da crafte ich dir eine. Ich bin nämlich gerade dabei. Ich glaube, im Fabricator ist hier noch Pelz genug drin, oder? Ja. Ich habe Pelz doch geholt. Ja, weil ich habe ja auch eben eine.
Brauchst du noch einen oder brauchst du nicht? Ich glaube, warte mal kurz, ich muss mal eben sehen, ob ich die überhaupt gelernt habe. Klau, warte mal kurz. Okay, dann klau mal. Ich hab's ja gelernt. Du musst sagen, ob du eine brauchst oder nicht. Ja, eine Brust und Schuhe brauche ich noch. Eine Brust brauchst du. Eine Brust und Schuhe. Dann nimm's mit die. Hier lagen noch die Dings drin, ne? Die Haken. Die ja, habe ich mir schon rausgenommen. So, einmal eine Brust und Schuhe noch. Gut. So. So, wie verhält sich jetzt mit den Suppen? Hat jetzt jeder? Ich habe keine Suppe bisher. Currysuppe. Currysuppen? Nein, habe ich nicht. Die sind hier in dem Cooker. Cooker. Ah, guck mal, hier sind 140 Suppen drin. Also wenn das nicht reicht. 140 Suppen und ich habe meine Suppen schon. Aber pass auf, Pauli, ich leg die Sachen mal in den Kühlschrank. Okay. Oh, huhu, ups, ups. Huhu, ups, ups. Ups, ups, ups. Ups, moin, moin. Pups. Ups, pups, huhu. So, wo sind denn die? Ja, ich überleg grad, wo ich. Ich überleg grad, wo ich die. Ich renne die ganze Zeit hinter die her. Ja, Mann, ich versuche einen Platz dafür. Hier. So, ich werde mal meine Metallrüstung hier reinpacken. Meinen Schrank. Und dann werde ich. Wie viele Suppen muss ich denn davon mitnehmen? 15 Minuten der Effekt. Nehme ich 20 mit, 10 trage ich. 10. Wie lange willst du überleben? Mal gucken. Ne, 10 sollten reichen. So. Baby Ruff. Ruff, welcome back. Hey Ruff. Hey yo. So. Okay, ich wäre dann soweit. Ich bin auch soweit. Ich so auch. Wollt ihr da wieder tauchen? Oder wie? Ach so. Da muss man ja tauchen. Also wieder vorbereitet wie immer. Also ich würde sagen, wir machen das so, dass zwei tauchen gehen und zwei bleiben dann oben. Weil ich kann mir vorstellen, dass nach dieser Tauchaktion vielleicht die Artefakte gleich kommen. Ne? Dass wir da nicht alle vier wieder rein und... Oh, das war ja typisch Faultier, was ich gerade gemacht habe. Warum? Akomo geht ja gar nicht mit, oder? Nee. Okay. Also, Tauchklamotten. Ich habe keine Brille. Oder eine Maske in dem Fall. Ist bei mir im Schrank, Pauli. Flossen brauchen wir nicht, ne? Flossen brauchst du, um schneller zu schwimmen. Gut, dann nehme ich Flossen mit. Dann klaue ich mir die Maske. Ja, sind zwei Stück. Ja, eine habe ich geklaut. Flossen hast du. Eine Hose. Flossen weg. Nur eine Hose braucht man nicht, ne? Nö. Kurz AFK. Wer schießt denn schon wieder mit Flares? Ich probiere die jetzt mal gerade aus. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe in meiner ganzen Zeit noch keine Flares abgeschossen. Doch einmal, glaube ich. Einmal habe ich nicht abgeschossen, aber sonst noch nie. Noch nie einmal, glaube ich. Ja, Schlappi. Ich hab bei Ruff gerade gelesen, wie war euer Lag, aber er hat geschrieben, wie war euer Tag. Wie war unser Lag? Oh, scheiße, beschissen, kacke war das. Dann richtig geiler Lag. Ich hab eben schon wieder einen Lag gehabt. Ja, wie war unser Tag? War gut, Ruff. Danke der Nachfrage. Ja,
So kurz vorm Wochenende fühlt man sich dann immer gut. Das ist doch mal klasse. Macht doch Spaß, oder? Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet bislang auch einen richtig coolen Tag. Und habt Spaß gehabt. Morgen übrigens sind wir auch wieder da. Und zwar machen wir morgen erst 2 Stunden The Center oder Valhalla. Das stellt sich noch raus. Und danach hätten wir mal wieder Bock, mit euch eine Runde Otherworld zu zocken. Also wer dabei sein möchte, morgen definitiv einschalten. Und Otherworld... Was ihr einstellen müsst oder runterladen müsst, das erklären wir morgen nochmal vor auf Twitter. Richtig. Und auch sobald der Stream anfängt. Gut, aber für alle die es jetzt schon wissen wollen, die Total Conversion Otherworld, die es im Workshop gibt, die solltet ihr dann schon mal abonnieren. Und dann beim nächsten Arc-Start lädt die sich dann automatisch herunter. Und dann könntet ihr morgen auf unserem Server mit daddeln. Wenn ihr Bock habt. Richtig. Wenn ihr Bock habt. Das Otherworld, ja, erklär mal, Komo, was ist Otherworld? Otherworld ist doch... Otherworld ist... ein ganz anderes Arc. Und zwar baut man sich da nicht viel auf. Und... zähmt sich hunderte Dinos, sondern... es geht die... direkt ums reine Überleben, und zwar gegen Wellen verschiedener Dinos. Zum Beispiel die erste Welle sind ein paar Pinguine, die ankommen. Und die Dinos, ganz wichtiger Unterschied, die laufen nicht nur einfach rum, die sind immer aggro auf euch. Das heißt, die versuchen euch zu töten. Und es geht, also das, wir haben es ja jetzt vor einer ganzen Zeit gespielt, es sind seitdem einige Updates gekommen. Und einige Wellen mehr mit größeren und stärkeren Dinos. Das, was wir zum Schluss hatten, war der Dodorex, ne? Ja. Also wir sind mit den kleinen Kairukus angefangen, also mit den Pinguinen, und zum Schluss hatten wir einen Dodorex, den wir legen mussten. Was wir dann aber auch geschafft haben. Also schaut's euch an, das interessiert, also hat bislang jeden interessiert, fanden alle cool. Und wir würden uns freuen, wenn morgen mehr dabei sind wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, nur Waldfee und Mia. Ja, leider, aber... leider, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber ich würde mich freuen, auf jeden wenn Fall. Beim nächsten Mal natürlich... also morgen, wenn wir da dann... ich hätte nichts dagegen, wenn wir mit 20 Leuten damit spielen. Auf jeden Fall, das wäre mit Sicherheit cool. Das wäre eine coole Geschichte. Was ist denn die Strategie? Spaß aller Dwarf Fortress? Losty? Spaß aller Dwarven Fortress. Keine Ahnung. Dwarven Fortress sagt mir auch nichts. Zwergenfestung? Ja, yeah, ich glaube, dass ich würde das so interpretieren, als wäre, ist das ein Spiel. Aber ich kenne es nicht. So, Losty. Ich flieg dir jetzt hinterher. Also geht ihr tauchen, oder was? Deadman, bist du soweit? Ich bin jetzt soweit, ja. Gut, dann lass uns mal in die Richtung fliegen. Habt ihr Fackeln mit? Ich habe eine dabei. Na, ist kein Thema. Ich hab genug Flare Guns, dann mach ich da Licht. Ruff, dafür kommst du leider zu spät. Das Gewinnspiel war schon. Sogar 2 Fragen. Eine Frage, nachdem ich die erste Frage aufgelöst habe. Ohne die Antwort zu kennen oder die Frage gehört zu haben. Wo ist denn Deadman jetzt schon wieder? Ach, da ist er. Der ist ja mit seinem schneller wie ich. Ein bockschweres Strategiespiel ist das. Aufbauspiel. Bockschwer. Mit Zwergen und. Achso, ja, könnte sein, dass das so ein Spaß wird, kein Plan. Kommt drauf an, wie gut wir uns schlagen. Also das letzte Mal hatten wir Glück. Am Ende haben wir mit einem fast toten... was hat noch gelebt? Ein Giga hat, glaube ich, noch gelebt, oder? Ja, ich meine schon. Nein, Giga nicht. Wir hatten hier doch Alpha Rex. Genau. Alpha Rex. Ein fast toter Alpharex. Den hatten wir noch, und ansonsten wären wir ja elendiglich verreckt. Wir haben aus allen Rohren geschossen. Ja, wir haben mit allem geschossen, was wir hatten. Ja, und das war nicht gerade wenig. Eigentlich hätten wir jetzt unsere Überschrift abändern müssen.
Warum? Eiskalte Höhle. Eiskalte. Eiskalte Höhle. Weil das wir ja, jetzt gut. heute noch in die, Hä? War die nicht hier? Ja, natürlich, die war doch hier vorne irgendwo. War die nicht hier unten, Deadman? Ja, die war doch eigentlich hier. Koordinaten 75, 45. Ich meine auch, dass die... Die war doch hier. 45 Ey. Bin ich. Oder bin ich besoffen? Ich hab die auch schon mal ewig gesehen. Ja, die war doch da. Dann wir waren doch schon da. Das ist doch bloß über den Berg drüber und dann so leicht rechts. Ja, vor allen Dingen haben wir da doch ein Tor gesetzt. Ja. Die Höhle ist weg. Na. Ja, was? Na, ja, oder siehst du sie? Und wir sehen sie nur nicht. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich guck mal. Deadman, hol mal dein GPS raus und gib mir dir deine Koordinaten. So, Moment doch. Ich flieg mal direkt dahin, wo ich denke, das waren. Rough. Oder dass die Höhle war. Wir versuchen, oder zumindest Losty, Deadman und Fowley versuchen, die Eishöhle wiederzufinden. Wie waren die Koordinaten nochmal? 76, 45. Ja, das ist hier. Ja, das ja, passt. Der ist zu. Da ist nichts mehr. Oh, dann ist der Eingang wohl verlegt worden. Ja, dann habe ich den anderen Eingang, den habe ich. Wo ist der denn? Der ist hier. Ah ja, okay. Hier. Dann ist ja alles klar. Fowley, sehr schön. Aber Fowley hat dazugelernt. Er weiß, wie man gescheite Ortsangaben macht. Fowley, wo bist du denn? Wo navigieren à la Fowley. Das habe ich von Losty. Ja, ich habe ihn in die Lehre genommen, was das Navigieren angeht. Ist doch in Ordnung, oder? Ja, wir merken das schon. Wir merken das beim schon. Wasserfall ist der. Da ist der jetzt, okay. Ja. Beim Weicherfall. Haben sie das da jetzt so spektakulär eingebaut. Aber ich finde das scheiße, dass wir dann halt für unser Tor nicht mehr die Materialien zurückbekommen haben, ne? Bei Sauerei. Ja doch. Gut, meine Güte. stopp, ich muss mal eben das kurz war landen. Jetzt nicht ich so teuer. Stamina mehr. Deadman so, aber Leute, nehmt's mir nicht übel, ich mach für heute aus. Ach, Como. Como, Amerigato, Mr. Roboto, Como. Como. Ich bin... Schlaf dir die Falten aus dem Gesicht. Gute Nacht. Ja, so ungefähr. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis Doch, morgen. Tschö. Tschö. So. Deadman war hier jetzt der Eingang, oder wie war das? Du bist ja hier unten gerade weitergebrezelt, oder? Naja, ich bin da durch den... Durch so eine hohle Gasse gedonnert. Ja, durch die hohle ja, Gasse. Ja, flieg mal weiter Richtung... Flieg einfach mal weiter Richtung... Richtung Meer. Genau, flieg Richtung... Da sind Eisschollen und da müsste eigentlich auch ein Stargate stehen. Dann sind wir richtig. Hier ist der Wasserfall. Guck mal, ich glaube da unten... Wir waren noch... ist das der Eingang, wo wir schon mal drinnen waren, Frau? Ja. Okay. Ja, ist das aber... Das ist dann die neue Eishöhle, oder wie? Wo seid... Hallo? Ich bin hinter dir irgendwo. Ich bin über eine Eisscholle. Ja, aber jetzt mal... Hier war das, glaube ich, oder? Aber ich finde das Stargate nicht. Das Stargate habe ich, glaube ich, davor gesetzt. Also, zufällig. Nee, hier war das nicht. Nee, es gibt noch einen zweiten als Wasserfall. Jetzt sag mal ohne Scheiß, hallo? Death? Eigentlich hätte da unser Gate noch stehen müssen, wenn sie es verändert haben. Also ich... Hier ist ein Eingang, Losty. Wo ist ein Eingang? Bist du? Ja. Ja. Hier ist der Eingang. Hier, wo der Argentavis liegt. Also war er da doch. Ja, der ist ja okay, rechts, aber, rechts aber neben dem Eingang. Doch, das ist aber doch nicht die Höhle, oder? Nee. Es sei denn, sie haben einen längeren Weg dahin gemacht. Das wissen wir ja nicht. Aber ich glaube, da müssen wir reinfliegen. War das nicht so? Okay, hier sind aber jetzt... Dings doch drinne. Ne, du kommst nicht rein hier. Du kommst nicht rein. Du kannst nicht reinfliegen. Ey, lass doch mal die armen Kairos. Ich brauch Polymer, um meine Rüstung zu reparieren später. Kommst mit den Dingern nicht rein da? Nee. Pauli. Ja, Sekunde, ich such den zweiten Eingang. Hier müsste es ein zweiter Eingang geben. Ja. Ja. Diese Eishöhle, ihr sprecht von verschiedenen Höhlen und Eingängen, genau, Elinja.
Diese Eishöhle kenne ich noch nicht, da war ich vom Stream weg. Die andere, die richtig heftige, wo wir tauchen mussten und alles. Wo ist denn da von der Eingang jetzt? Die war ja definitiv. Also, in der Höhle bin ich jetzt reingeflogen. Also, In dieser hier, oder wie? ja, ich bin von der anderen Seite rein. Ja, gut, aber da passe ich trotzdem mit Kesselstein nicht rein. Ja, ich passe aber hier mit dem Falter rein. Ich komme hier doch durch. Ja, So, okay, also aber ich, ihr müsst definitiv, ihr könnt fliegen, ich laufe. Wir So, waren ja wo hier bist schon du denn mal jetzt, drin. Deadman? Hinter dir. Du bist jetzt hinter mir, okay. Ja, aber ich bin zu Fuß unterwegs. Okay, ich fliege mal langsam. Jo, Hier ist bitte. ein Altar oder sowas. Ja, warte mal, ich muss was trinken. Moment. Ja. Also hier ist aber nichts drin. Wo ist denn die Höhle, wo wir gestorben sind? Wo wir Das ist ja tauchen die mussten? nicht mehr. Das ist doch die nicht mehr, Pauli. Oh, hier ist ja nichts drin. Nee, hier Doch, ist da aber war zu. irgendwo ein großer Affe. Hier ist aber Also, jetzt das zu. ist doch Hier die mit dem ist. großen Affen. Stimmt. Hier Affe. war der, große Affe irgendwo. Hier ist jetzt aber zu. Ich habe hier ein Ich Tor fliege mal. gefunden. Ich bin hinter dir, Losti. Ja, hier unten geht's, aber hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da komme ich da runter? Kann ich dich mit. Du kannst hier an der Seite langlaufen. Komme ich da hin? Nein, bin ins Wasser gefallen. Ja, dann War schwimmen. klar. Ja, aber so schnell kann ich nicht schwimmen. Du hast doch Flossen, oder? Nee, hab ich Was? nicht. Doch, das. Aber hier kommst du auch nicht weiter. Komme ich irgendwo wieder raus aus dem Wasser? Kann mir das jemand sagen? Hier könntest du rauskommen. Hier an dieser Stelle drüben. Hier? Ne, schaut schlecht aus. Kannst du mir den Falter mal herstellen? Den was? Den Warte Falter, kurz. was die? Ach so. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Den vielleicht. Kannst du Petra, ihre Schwester rufen? Warte kurz. Warte, Deadman? Nee, komme ich nicht ran. Jetzt bin ich auch im Wasser. Sehr Dann geil. ruft ihn doch. Und jetzt schwimmt man weiter raus. Nee, noch nee. Momento. Jetzt kommst du ran. So, Nee, Losti, hinter dir nee. steht Petra, ihre Schwester. Oh. Oh, hier liegt ein Ei. Okay, geklappt. Der steht auf Attacking Target. Der Losti Falter. Toll, ich bin hier. Du hast überhaupt nicht auf. Ich brauche Losty Falter. Du musst Dings anwispern hier anpfeifen. Ich komme mal zu dir. Ich brauche Losty Falter, weil der hat Gewicht. Der hat deinen Vogel nicht. Ja, ich bin halt nicht so schwer. Ja, toll, hier falle ich doch wieder ins Wasser. Oder wo geht's hier weiter? Ja, hier nicht. Aber ihr könnt doch hier durchfliegen. Ja, da waren wir ja schon. Ja, ich war da Ja. noch nicht letztens. Also hier oben, also ich glaube, in dieser Höhle ist definitiv nichts. Also hier war ein Affe beim letzten Mal, als wir hier drin waren. Ja, wo denn? Hier nicht. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ah. Ja, dann können wir auch wieder raus. Ja, irgendwie muss Wartet ich mal jetzt aber wieder kurz. zurück. Die andere ist 7520 oder so. Also hier vorne ist jetzt, hier sind Eiszapfen, riesige Eiszapfen. Ja, mit denen kann man ja nichts machen. Das ist schon klar, aber da hinten geht's noch weiter. Hier hinten geht's noch irgendwo durch. Okay, was ist hier? Kann mir jemanden den Vogel schicken? Ich komme ja hier aus der Suppe nicht mehr raus. Ja, ich komme. Ich habe hier jetzt ein Tor. Ja, zwei Tore hintereinander sind das. Ja. Von da bin ich gekommen. Okay.
Ich finde hier den Ausgang nicht mehr. Ja, ich habe hier jetzt den Ausgang gefunden. Und ich habe Standbild. 7520. Gut, schauen wir uns gleich mal an. Der Deadman, ich komme zu dir. Jo, ich bin hier schon mal wieder im Wasser. Wo bist du denn? Da bist du. Ja, hier unten. Ich pfeife dann einfach nur mal an. Ja, aber ich kann mich wahrscheinlich auch nicht tragen. Bin sofort wieder da. Petra. Meinst du? Dann mache ich das mal anders, dann nehme ich da mal was raus. Jo, geht. Dankeschön. Bitteschön. Achso, warte, ich muss abpfeifen. Sonst ist hinter. Sonst. Warte, ich steig ab. Warte. Jetzt. Ja, dann gehen wir wieder raus. Machen wir 7520 oder wo das ist. Ja, kannst den Pinguin noch nehmen. Jo, hätte ich eh gemacht. Was ist denn noch hier? Hier war, glaube ich, gar nichts. Hier ist die Höhle mit den Eiszapfen. Ja. Ja, war da nicht irgendwo. War da nix? Nein. Da war doch irgendwo so ein Affe. Ja. Ja, war der nicht hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, du bist dann hier reingeflogen. Du hattest auch einen Pteranodon dabei. Und ich meine, du hattest dann gesagt, dass da irgendwo ein Affe war. Hier ist auf jeden Fall der Ausgang. Wenn du zurückkommst. Hier ist noch rechts ein Weg, aber das ist der gleiche. So. Und jetzt gleich rechts rum und dann sind wir wieder draußen. Ja. Das ist jetzt komisch. Das ist jetzt komisch. Da bin ich wieder. Hello. Ja, wir auch. Also die Höhle ist doof. Und die andere war viel, viel schöner. Ja, die soll auf viel besser gestorben. 7520 sein. 7520. Mhm. Lass uns doch nochmal hinfliegen. Will ich auch vorschlagen. Auch wieder so tödlich wie die andere? Werden wir sehen. Ich denke mal schon. 7520. Okay. Das ist dann aber nicht mehr im Schneebiom, oder? Vielleicht genau an der Grenze. Wer weiß. Nee, ist nicht im Schnee. Das ist da, wo die Biber waren. Wo die Biber da sind, die Ecke. Ich glaube, ich sehe die Höhle schon. Ja, ich sehe es auch schon. Aber das soll jetzt der Eingang zur Schneehöhle sein? Nee, das glaube ich nicht. Oder haben sie die andere Höhle zugemacht, weil die einfach zu verbuggt war? Die jetzt irgendwann demnächst erst wieder aufgemacht wird. Gute Frage. So, ich habe hier nämlich was gesehen, da habe ich mich wahrscheinlich... Ne, hier ist die Höhle. Seid ihr hinter mir? Mhm. Definiere, ich sehe dich nicht. Wow, was packt hier? Alter, hier packt alles. Yay. Mein Ark ist gerade abgeschmiert. Okay, ich pass auf. Noch sitzt du auf deinem Pteranodon drauf. Ja, aber der wird dann gleich runterfallen. Ja, okay, das ist die hier. Aber, Das ist die Tor Summer. Ja.
Aber die andere ist weg. Die andere Höhle ist dann weg. Schade. Es ist jetzt blöd, ne? Na gut, auf jeden Fall. Andererseits, so sterben wir nicht. Ich habe mich 75, aber 42. Dort, wo ihr tauchen müsst. 45, 42. 75, 42. Wir waren nach... wo waren wir? 75? 75? Nee, wir waren nicht 75. 75? Doch. Nein. Eigentlich waren wir 75... Ich habe doch auf den GPS geschaut, da wo wir eigentlich den Eingang hatten. Das war 75, 45, glaube ich. Ich schau nochmal. Ich fliege da nochmal hin. Ja, ich warte hier bis... Ach, bist du wieder da? So. Ich bin wieder da, ja. Glaube ich. Nee, noch nicht. 75, 42. In die Richtung fliege ich jetzt mal. Sehr kurios. So. Was ist kurios? Wo ist das Bild? Ich sehe das Bild nicht in der Fullscreen. 70, 42. Bild ist schwarz, obwohl ich das Spiel an ist. Musst du wahrscheinlich noch mal den Haken raussetzen und noch mal reinsetzen. Habe ich gerade. Also 75, 42 waren wir nicht Deadman. Wo waren wir dann? Weil wir waren nach... Das war doch vorhin, wo Kummer nach den Koordinaten gefragt hat. Nochmal. Ja. Als wir da standen, wo wir unserer Meinung nach ein Tor gebaut haben. Das war 75, 42, sagte Linda. Ja. 75, 42. Wahrscheinlich eine ungefähre Angabe. So. Hey, Sibinator. Sibinator, moin moin. So, Fauli, was ist jetzt mit dir? Jetzt bin ich am Überlegen, was hier jetzt los ist. Sekunde. Fauli, wenn du es nicht hinkriegst, muss ich sonst übernehmen. Ja. Ne, dann müsstest du den Stream übernehmen. Gut, nicht weglaufen, ist nur eine ganz kurze Geschichte. Es ist ja Gott sei Dank, dass wir jetzt zu zweit sind, dass es ja immer passt. Ich werde jetzt mal eben kurz nur ein Programm einschalten noch dazu und dann können wir übernehmen. So. Es sei denn, ich probiere es nochmal. Aktualisieren, nehmen. Ne, bei mir springt er nicht an. Nee, das müsstest du übernehmen. Okay, warte, läuft. Dann. Geht sofort los. Bist du noch auf Sendung, ne? Ich bin noch auf Sendung, ja. Gut.
Ach man, alle Seminator. Auf dem Sender ihres Vertrauens. Ja gut, passieren kann sowas. Ja, ja passiert. Ja. Es ist alles live. Genau. Es ist wirklich alles live. Das ist, das merken wir jedes Mal wieder. Und das muss so sein. So ist das nun mal. Ja, ja, so ist das nun mal. Vor allen Dingen, alle Anfang ist schwer. Wir sind noch nicht lange dabei und deswegen bitten wir das auch ein bisschen zu entschuldigen. Dass wir zwischendurch mal so kleine Lücken haben, solche Tücken, die uns dann einkriegen. Aber ich hoffe mal, dass ihr seid so eine geile Community, habt damit Sicherheit auch Verständnis für, oder? Ja, mit Sicherheit. Denke doch. Hoffe ich. Ich glaube auch nicht, dass wir die einzigen sind, denen sowas passiert. Ja, wir sind halt eben noch am Anfang. Das ist aber alles normal, finde ich. Wenn man hier starten würde und alles wäre gleich top und keiner hätte Probleme, dann wäre das, wär das ja alles andere als. Zumal ich sowieso denke, wenn man alleine streamt, ist das, glaube ich, schwierig. Weil ich meine, wir haben die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Kameras hin und her zu switchen. Ist genau. Man natürlich so faul, flexibler. Du kannst off gehen. Okay, ich gehe off. Bis. Hast du off?